Firma Gottes Fieseplan. Die persönliche Assistentin Frau Helga Rottweil ist eine graue Person, die ihr Heil in der Arbeit sucht. Auch wenn ihr neuer alter Chef zum Großteil heuer erst 18 geworden ist, so ist sie schon seit 20 Jahren im Dienst des Generalmajors tätig. Bis vor 2 Jahren lebte sie in ihrer eigenen Zelle, wir heißen einer blankpolierten Mietskaserne im 19. Distrikt Lyporos. Ja, die Wohnung war sauber, obwohl sie ein paar mächtigs reinigten. Am Anfang hatte sie es mit Rüberreinigungskräften versucht, doch Helga Rottweil ist privat so unerträglich, dass die normalerweise zuverlässigen Angestellten bei ihrem bloßen Anblick in Ohnmacht gefallen sind. Der Druck der Hausherrin war so groß, dass die fleißigen Bediensteten Fehler am laufenden Band produzierten. Sie ließen Porzellan fallen, zerdepperten Spiegel, und als sie abgewatscht werden sollten, fielen sie um wie Strohsäcke. Irgendwann wurde der guten Helga das zu bunt, sie hat alle gefeuert und ist auf Boots umgestiegen. Mit allen Problemen, ihre Ansprachen blieben seit da ohne jede Wirkung und die ständigen Selbstabschaltungen gingen ihr auch auf den Geist. Neben ihrem Posten als Empfangsdame im Verteidigungsministerium verbrachte die korrekte Helga mit der Zeit deshalb mehr und mehr Zeit an der noblen Privatadresse ihres Chefs. Als dieser ihr vor 2 Jahren ein Nebengebäude zum Wohnen anbot, war sie überglücklich. Die neue Zusatzaufgabe Überwachung des Personals nahm sie gerne an. Bei Rebecca verkneift sie sich einen allzu bissigen Umgangston. Die Rüber versehen ihren Dienst recht normal, die wenigen Serviceboots bereiten auch nur die üblichen kleinen Problemchen. Ja, Helga ist zufrieden. Ihre Wohnsituation hat sich deutlich verbessert. Heute, an diesem herrlichen Frühlingstag, nun ein weiteres freudiges Ereignis. Die einsame Helga bekommt Besuch. Die junge Margot Rottweil, Tochter ihres Bruders und somit eine der wenigen Verwandten überhaupt, hat sich angekündigt. Sie hätte da was zu besprechen, hat sie gesagt. Ihr einen Vorschlag zu machen. Gerne ging Helga darauf ein, wartet nun gespannt, da klingelt es schon, Helga Rottweil, öffnet die Tür. Davor steht sie also, Margot Rottweil, mittlerweile zarte 15 und eine Mischung aus Kloß und Kampfbulle. Margot Rottweil ist über die Jahre immer noch im Dunstkreis Prinz Harolds zu West ab, Hypatias einzigem Sohn anzutreffen. Dies ist eine beachtliche Leistung bei der Optik, oder es spricht für Harold, aber bei dem weiß niemand so ganz genau wie und wo er dran ist. Sagen wir es mal blumig, geöffnet hat sich der in den letzten Jahren kaum. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich, Margot steht da auf der Matte in voller Pracht. Ihre stark gegelten kurzen roten Stoppelhaare glänzen in der Abendsonne. Sie ist ihres Zeichens immer noch intim Feindin einer Mitschülerin am Alanis genannt Bart Garabetsch, Abon inklusive deren Anhang und das seit Tag 1, was sie jetzt wohl zu besprechen hat. Hallo liebe Margot, du siehst umwerfend aus. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, bist du noch hübscher geworden, strahlt sie ihre Tante zur Begrüßung an. Oh, vielen Dank, liebe Tante, gibt sie zurück und weiter, wie schön du es hier hast, herrlich. Da fühlt man sich gleich daheim. Kurze Zeit später sitzt also eine etwas in die Jahre gekommene graue Maus zusammen mit einem jungen speckigen Walross in einem eher altmodischen Esszimmer beim Tee zusammen. Nach dem üblichen Bla beginnt Helga mit ihrem eigentlichen Anliegen. Ich weiß, und glaub mir, ich unterstütze das voll, dass ihr, du weißt, wen ich meine, naja, die Westerburgs gehören halt mal weg, oder? Verlegen Treudorf blöd, kichert Helga darauf hin. Nun ja, fährt Margot fort, am Alanis bekommt man doch so einiges mit. Auch Sachen, die euch verschlossen bleiben. Helga macht eine überraschte Miene und meint aha. Ja, antwortet Margot, erinnerst du dich noch an diese Plätsch, Abon, liebe Tante? Sicher, bestätigt diese mit leicht angewidertem, fragendem Gesichtsausdruck. Was will ihr mit der frechen Göre? Nun, es sieht so aus, als ob der Junge zu Westerburg, dieser Hinlei, ein Jahrgangskollege von mir. Naja, es ist mir halt aufgefallen, dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen. Die stecken ständig die Köpfe zusammen. Sie macht eine kurze Pause, dieses dumme Schwein mit seinem Riesenmaul ist auch meistens in der Nähe anzutreffen. Meint sie abschließend. Helga schmunzelt, na dann lass sie doch, Lubomir ist auf unserer Seite, das kann ich dir verraten. Doch Margot schüttelt den Kopf, Lubomir Elif ist ein super Lehrer. Militärgeschichte mein Lieblingsfach, doch ich will viel weiter gehen. Hab was Krasseres geplant. Jetzt bin ich aber neugierig, meint ihre Tante. Ich lass die verschwinden, diese Plätsch, Abun, mein ich. Ich weiß auch schon wohin. Aber genau da brauche ich deine Hilfe. Aha. Nun, schwierige Zeiten rechtfertigen einiges. So, dann mal raus mit der Sprache. Bisher gebt mich grünes Licht. Margot strahlt ob dieser Zustimmung. Wir verschleppen sie rauf ins Bergsanatorium Altrosa. Dort bekommt sie einen neuen Job als Versuchskaninchen. All diese Antidepressiva. Glaub mir, das ist schlimmer als der Tod. Jetzt siehst du, warum ich deine Hilfe brauche. Ich weiß, dass dein Chef unter des Intensivmedizinischen Instituts, ja, Rebelkov und Prof. Noxios sind einander bekannt, zwitschert Helga dazwischen. Ich glaube, das lässt sich arrangieren. Freiwillige Medikamententester werden immer gebraucht, sinniert sie weiter. Gespannt blickt der junge Kampfknäuel, ihr Gegenüber, sie nun an. Helga nippt an ihrem Tee. Vielen Dank für all diese Informationen, liebe Margot, ich kümmere mich darum. Aber keine Aktion vor dem offiziellen Ruhe seitens Rebelkov, ist das klar? Selbstverständlich, liebe Frau Tante Generalassistenz, aber natürlich erwarte ich deine Anweisungen. Ich bin stets zu Diensten.
Dame Helga reibt sich genüsslich die Hände und meint abschließend: Nach über 20 Dienstjahren kann ich dir aber bereits so viel verraten. Ich glaube, das geht in Ordnung.